Nächste Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Michael Bock. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte vorweg und zwar in aller Kürze auf die vorliegende Gesetzesvorlage eingehen, warum wir auch dies unterstützen und wo auch der große Unterschied zur Sichtweise gegenüber den Grünen ist. Im Wesentlichen wurde von den Vorrednerinnen und Rednern schon bekritelt teilweise, dass es um eine lineare Abflachung geht. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass es um keine lineare Abflachung geht. Wir gehen jetzt davon aus, dass für eine längere Zeit es noch konstant bleibt und dann stärker abfällt bei den Einsparungen der Emissionen. Warum ist das zwingend erforderlich? Wenn wir jetzt den einzelnen Sektoren neue Ziele vorgeben, wenn wir hier auch bestimmte Jahresziele sozusagen vorsehen, dann ist es notwendig, dass erstens einmal eine Planung eintritt, zweitens eine Umsetzung und drittens dann die Effekte eingefahren werden können. Sie können nicht von einem Tag auf den anderen tatsächlich in die Reduktion gehen. Das geht zumindest nicht in allen Sektoren. Wir haben uns angesehen, ob die vorgegebenen Ziele tatsächlich umsetzbar sind. Und wir sind als NEOS der Überzeugung, dass es im Bereich der Gebäude kein Problem darstellt, ebenfalls nicht in der Abfallwirtschaft und in der Landwirtschaft, dass im Bereich Energie und Industrie wir tatsächlich bereits mustergültig auch sind beim Abbau der Emissionen. Wo es ein Problem gibt, und da stimmen wir auch mit den Grünen überein, ist im Bereich des Verkehrs, also vor allem des Individualverkehrs. Da sieht es aus heutiger Sicht nicht so aus, als würden wir die Ziele erreichen. Und hier sehen wir auch keine ambitionierten Maßnahmen. Da gab es auch von Seiten des Umweltministers bereits vor knapp 1,5 Jahren sehr ambitionierte Reden, Interviews, wo es ging um die Elektromobilität, wo es ging um den im Bereich des Individualverkehrs, den man neu aufsetzen könnte mit ganz neuen Technologien, um die Energieforschung. Da ist in den letzten 1,5 Jahren nicht viel passiert und hier muss deutlich mehr passieren, um diese Ziele tatsächlich bis 2020 zu erreichen. Ich möchte aber einen anderen Bereich auch ansprechen, und zwar die Frage ist, wohin gehen wir mit der österreichischen Umweltpolitik? Mit Ausnahme der Freiheitlichen Partei offenkundig. Es geht im Wesentlichen darum, dass Klimawandel kein österreichisches Phänomen ist, welches wir natürlich auch nicht als Österreich alleine lösen können. Das Argument, dass aber wenn wir Einsparungen treffen, sie am anderen Ende der Welt sozusagen wiederum verbraucht werden, ist kein gültiges, weil jeder Staat tatsächlich in der Verantwortung ist, einen Teil beizutragen im Kampf gegen den Klimawandel. Und es tatsächlich die westlichen Staaten und die Industriestaaten sind, die ein größeres Potenzial haben, einen Teil beizutragen. Durch Einsparungen auf der einen Seite und durch finanzielle Unterstützung jener Staaten, die tatsächlich am stärksten die Auswirkungen des Klimawandels auch heute schon spüren. Und da komme ich zu einem anderen Thema, nämlich dem schon genannten Green Climate Fund, der mit 100 Milliarden Dollar dotiert sein soll und der im Wesentlichen darauf abzielt, all jenen Staaten, die jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels teilweise sehr massiv spüren, auch unter die Arme zu greifen und sie zu unterstützen, um sich darauf vorzubereiten, die Schäden sozusagen einerseits zu beseitigen, aber auch dort die Staaten darauf vorzubereiten, zum Beispiel die Wirtschaft anders zu strukturieren, die Küstenabschnitte anders irgendwie zu organisieren. Es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, die durch diesen Green Climate Fund getroffen werden können und könnten. Und wir haben bisher sehr stark kritisiert, dass Österreich sich hier bisher mit maximal 25 Millionen Dollar beteiligen wollte. Der Minister hat auch von weiteren 25 Millionen Dollar gesprochen, die durch die Wirtschaft und die Bundesländer tatsächlich hereinkommen sollen. Es scheint, als wäre das schon erfolgt oder es steht der Erfolg kurz vor der Tür. Unserer Meinung nach sind die 50 Millionen Dollar aber nach wie vor zu wenig. Vergleichbare Staaten wie zum Beispiel die Schweiz oder Finnland leisten mehr, teilweise bedeutend mehr, teilweise etwas mehr. Unser Anliegen ist, dass wir einen Beitrag leisten, der innerhalb Europas auch anerkannt wird. Und deswegen habe ich einen entsprechenden Entschließungsantrag vorbereitet, den ich hiermit auch verlese. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft wird aufgefordert, unverzüglich ein Konzept zur ausreichenden Finanzierung des Green Climate Funds zu erstellen, das sich in der Höhe zumindest am Schweizer Beitrag orientiert und das Ergebnis noch vor der UN-Weltklimakonferenz zu präsentieren. Was bringt die Schweiz sozusagen derzeit in die Waagschale? Das sind meines Wissens nach aktuell knapp 70 Millionen Dollar. Das heißt, wir sind noch 20 Millionen Dollar von diesem Ziel in etwa entfernt, vielleicht auch 30, wenn die Schweizer noch mal erhöhen. Allerdings
und das haben wir heute auch bei der Budgetrede gehört, ist das Geld sehr knapp in der Staatskasse. Und deswegen haben wir auch schon vor längerem einen entsprechenden Antrag eingebracht, mit dem wir diese Aufstockung finanzieren wollen, nämlich mit dem Ende der Subventionierung der Kohleverstromung. Das bedeutet, aktuell zahlt die Republik noch jedes Jahr knapp 70 Millionen Euro an Subvention an Unternehmen in der Energiebranche aus, die Kohle zu Strom verarbeiten. Das ist massiv umweltschädlich, das ist gesundheitsschädlich. Und wenn wir hier diese Subvention einstellen, können wir gleichzeitig Maßnahmen für den Klimaschutz treffen. Ich halte das für maßgeblich, wenn wir argumentieren, dass wir kein zusätzliches Steuergeld ausgeben wollen und wenn wir gleichzeitig argumentieren, dass uns Klimaschutz wichtig ist. Wir haben, und das als NEOS auch schon, damals auf Initiative der Volkspartei, die ist dann leider wieder versandet, angeboten, dass man sich zusammensetzt, und zwar nicht in den Ministerien, sondern tatsächlich im Hohen Haus, die Umweltsprecher und Sprecherinnen, wie auch die Finanzsprecher und Sprecherinnen, und gemeinsam sich überlegt, wo gäbe es Sparmaßnahmen im Bereich der Umweltpolitik, wo können wir selbst einen Beitrag leisten, der dann genutzt wird zur Finanzierung des Klimaschutzes. Das wäre die richtige Herangehensweise, wenn wir schon von einem knappen Budget reden. Und das vermisse ich sehr stark bei allen Parteien im Hohen Haus. Danke. Ein Ende der Subventionierung der Stromerzeugung durch Kohle fordert Michael Pock, Umweltsprecher der NEOS, um mit den dadurch frei werdenden 70 Millionen Euro pro Jahr Maßnahmen für den Klimaschutz zu finanzieren.